Moin moin Leute, hier ist Janis hier und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play One Piece Treasure Cruise Folge 200. Warte. Irgendwas fühlt sich falsch an. Ah, okay. Ich bin gleich wieder da, keine Sorge. So, schon wieder besser. Das passt jetzt auch, ja. Das scheint gut zu gehen. Und willkommen zu Folge 200 des Let's Plays. Ich habe gestern schon so ein paar Tipps rausgegeben, was es sein kann. Viele haben gefragt, was würde es denn sein? Und ich habe einfach einen Tipp gegeben, der schon relativ groß war. Einfach alles. Und ja, wer mich kennt, wird sich jetzt schon sagen, okay, das wird vielleicht eine längere Folge. Wie gesagt, das hat er bei Part 100 auch gemacht. Da hat er aber noch einen YOLO-Pool gemacht. Alles. Einfach alles. Ich habe mir hier eine schöne Liste gemacht, die werden wir jetzt abarbeiten. Im Endeffekt so wie Hausaufgaben für mich. Einfach damit ich wieder so ein bisschen ranhalten kann. Ich bin jetzt zwar gerade in meiner Box, aber da kommen wir später zu. Ich habe ganz viele Anhaltspunkte. Als erstes fahren wir aber ein bisschen Alubama, weil ich dazu daneben einfach ein bisschen sprechen kann und da gerade halbe Stamina ist. Und das natürlich der beste Tag meines Lebens wäre, wenn wir die 200er Folge rauspacken können und dann auch noch den Mr. 2 für uns einsacken können. Also, ich mache Mr. 2 weiter. Währenddessen rede ich ein bisschen über ja die Ziele. Warte, jetzt müssen wir mal eben Typ, so finde ich Mihawk immer am besten und ja, der Special ist mir jetzt eigentlich egal. So. Ja, und zwar über ein bisschen zu reden, ja, also Folge 200, es ist verrückt. Wenn wir jetzt mal vom Minimum ausgehen, 10 Minuten, wie gesagt, mache ich ja immer über das Minimum, 10 bis 15 Minuten würde ich mal sagen. Wenn wir über das Minimum von 10 Minuten mal ausgehen, habe ich allein für global über 2000 Minuten gemacht. Über 2000 Minuten global. Ja. Heftig. Wie gesagt, da gab es meistens oder öfter mehr, logischerweise. Und deshalb ist das nicht genau. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht genau die Mathematik gemacht, wie viel ich allein für Global an Zeit da reingesteckt habe oder allein wirklich nur an die Aufnahmezeit reingesteckt habe, weil im Endeffekt ist das ja mal zwischendurch mehr, ne? Weil ich muss ja noch verarbeiten und so. Aber auf jeden Fall, das ist schon mal ein sehr, sehr heftiges, ja, ein sehr, sehr heftigen Stat, den ich auch nicht, oder eine sehr, sehr heftige Statistik, die ich nicht gedacht hätte, dass ich die erreiche. Wie gesagt, erst dachte ich, wie gesagt, ich habe aber auch ganz ehrlich am Anfang nicht gedacht, dass One Piece mich so heftig eher da reinziehen würde, sozusagen. Also, dass ich wirklich One Piece Circle so heftig durchsuchten werde, ja, dass ich die ganze Zeit das jeden Tag spielen werde. Das hat sich einfach so in der Zeit wirklich an mein Herz geschlossen, ja. Und da habe ich mir wirklich so gedacht, okay, das wird so das Spiel, was du jetzt die nächsten 5 Jahre spielst. Wer weiß, wie lange das Spiel noch draußen ist. Ja, also ich werde das Spiel definitiv nicht aufgeben. Das Einzige, was passieren wird, ist dann wirklich, dass das Spiel irgendwann nicht mehr supported wird. Ja, und selbst dann werde ich noch Videos dazu machen. Ja, also, wie gesagt, da ist kein Ziel am Ende. Es ist wirklich kein Ziel am Ende, wann ich irgendwann aufhören werde mit dem Let's Play. Solange das Spiel weiterläuft, laufe ich weiter. Ja? Solange das Spiel irgendwie neuen Content bekommt, man das noch relativ gut spielen kann, ohne irgendwie jetzt auf irgendwas zu verzichten, sage ich wirklich, spiele ich das Spiel bis zum bitteren Ende durch. Wir werden die Story-Inseln haben wir bestimmt bald aufgeholt zu Japan, aber es gibt ja immer noch die zum Beispiel die Rare Recruits bekommen wir immer später als Japan. Dann bekommen wir die Extra-Insel natürlich später als Japan. Da hängen wir ja noch sehr hinterher. Deshalb wird es auch noch immer einen Unterschied geben zwischen Japan und global. Deshalb werde ich auch Japan weiterspielen. Und ein normalen Let's Plays, wie gesagt, wird das bald auch losgehen. Wie gesagt, ich habe mir Deadpool geholt. Bin noch nicht dazu gekommen, das Spiel aufzunehmen. Aber es wird auf jeden Fall dann auch bald starten. Mit ich weiß nicht wie vielen Parts, aber auf jeden Fall längeren Parts als die One Piece Parts. Na gut, vielleicht nicht als diese hier, aber auf jeden Fall, ja, längere Parts wie eh und je. Und ich wollte nur nochmal Danke sagen für den ganzen Support, den ihr mir bringt. Über die ganzen, das ist ja schon über das ganze Jahr, über das ganze letzte Jahr und jetzt, ja,
über ein ganzes Jahr, jetzt ja schon bald. Und ja, es, wie gesagt, wir hatten immer eine relativ große Community. Hier können sich immer alle gegenseitig helfen. Das ist wirklich so das Beste. Das freut mich auch echt, dass wir das so erreichen konnten unter diesen Let's Plays, dass wenn irgendjemand mal eine Frage hat, dass der von einem dann immer beantwortet werden kann. Wir sind sozusagen das Service-Sender vom Bandai, wenn wir ganz ehrlich sind. Und wir können halt wirklich auf die meisten Fragen beantworten, weil wir halt so eine große Gruppe auch sind. Und zur Not benutzen wir dann halt die Datenbank oder so. Also das finde ich schon wirklich sehr, sehr genial. Und ja, besser hätte ich das, glaube ich, nicht planen können. Könnte ich das gar nicht machen. Und deshalb bin ich so froh, dass das von Anfang an so gelaufen ist. Und ja, dass ihr mich von Anfang an unterstützt und die Videos guckt und immer euren Daumen nach oben da lässt. Und das freut mich halt immer am meisten. Und ja, so ist das halt, ne? Ja, ich bin echt froh, dass das so gelaufen ist. Dann, wie immer, sage ich ja danke zu allen Abonnenten. Wie gesagt, wir sind kurz vor der 2000. Das 2000 Special ist immer noch nicht im Kasten. Also da sitze ich jetzt auch schon relativ lange dran, weil das auch länger ist, ne? Also ist nicht wieder diese so 2-3 Minuten, das ist es ja, sondern es geht immer ein bisschen länger. Und wenn es dann sozusagen ein ganzer Film ist, so oder so wie es das ist, halt ein bisschen länger, dann dauert auch das Bearbeiten mal länger. Und vor allem fiel mir noch ein, zwei Szenen, die ich noch aufnehmen muss, die ich nicht alleine machen kann, sondern wo ich dann die Hilfe von Felix und Philipp braucht, aber die halt nicht zu Potte kommt. die jetzt wirklich sagen, nee, wir haben keine Zeit. Im Endeffekt läuft es dann darauf hinaus, dass wir dann immer am Wochenende irgendwas spielen, Smite oder was auch immer. Und dann immer das trotzdem nicht zusammenbekommen. Wie gesagt, bald werde ich das Ganze haben. Bald ist es aufgenommen und sobald ich das habe, wird das natürlich sofort raus an euch Leute. Denn ich habe mir wirklich was Gutes und Witziges vorbereitet für das Abo-Special. Und ich denke, das passt auch zu One Piece Treasure Cruise. Wie gesagt, meine Abo-Specials waren ja immer ein bisschen verrückt, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Aber bei meinen Abo-Specials, da habe ich einfach Spaß, ja. Da muss ich wirklich meine Freude von den ganzen Abos einfach in irgendwas Verrücktes, in irgendwas Spaßiges einfach umchinschen, ja. Das ist wirklich verrückt. Also, finde ich sehr, sehr genial. So, dann haben wir jetzt erste Cotton Candy, Recovery Cotton Candy, das ist für Enel. Mr. Zweifel, genau. Also das erste, was auch auf meiner Liste hier steht, sozusagen die Inhaltsliste dieser Episode steht auch einfach nur Mr. 2 Farm. Wie gesagt, wer hat die Krönung, wenn wir den wirklich bekommen würden? Und natürlich will ich jetzt noch ein bisschen weiter reden, wie gesagt, über die japanische Version, über die globale Version. Wie gesagt, ich habe ja jetzt viel über die Fans geredet, wo das gar nicht, ohne die wäre das ja gar nicht möglich gewesen, ne? Ohne euch, ohne die Abonnenten wäre das einfach gar nicht möglich gewesen. Und deshalb, wie gesagt, deshalb plane ich auch das Fan-Treffen. Wie gesagt, in Bremen in den Osterferien ist das Ganze. Ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich zweite Woche. Einfach von der Zeit her, damit ich das noch früh genug ansagen kann. Aber das muss alles geklärt werden. Und ja, wie gesagt, es ist einfach so, ich will euch halt irgendwas wieder zurückgeben und deshalb will ich auch das Fan-Treffen gestalten und ich habe es auch extra in Bremen genommen, das ist ein bisschen weiter, also in der Nähe, ne, also in Deutschland rein, dass da wirklich alle aus dem Norden zusammenkommen können und alle, die daherkommen wollen, wirklich daherkommen können, außer ihr wohnt natürlich jetzt nicht im Norden von Deutschland. Da will ich das dann so machen, dass ich euch dann hoffentlich auf der Gamescom begegne, falls ihr da seid. Das wäre natürlich auch sehr, sehr genial. Also da wird auf jeden Fall auch noch ein Fan-Treffen stattfinden auf der Gamescom. Und ja, in letzter Zeit bin ich einfach so, ja, jetzt will ich auch euch was zurückgeben. Wie gesagt, ich bin jetzt ein bisschen größer, sagen wir es mal so. Und wenn ich jetzt, wie gesagt, nach Bremen wollte ich sowieso schon fahren. Von daher hat sich das einfach so angeboten. Und wie gesagt, es wird ein extra Video zu dem Fan-Treffen geben, habe ich schon gesagt. Mit den genauen Daten, den genauen Uhrzeit. Einfach, dass es passt. Ne? So, First Strike. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich auch, mal meine Abonnenten kennenzulernen. Wie gesagt, ich weiß jetzt auch noch nicht, ob ich da noch was mitbringen werde. Wie gesagt, ich könnte irgendwie Pins oder sowas mitbringen, aber mal gucken. Also Pins zum Anklimmen und nicht Pins von PaySafeCard oder so. Oder von Google Play Karten. Also einfach nur sowas Kleines oder keine Ahnung.
Eine Autogrammkarte, finde ich, passt jetzt irgendwie nicht so, ich ganz ehrlich bin. Also, das ist mir dann doch irgendwie ein bisschen zu wenig, was ich dann an meine Abonnenten abgeben will. Deshalb mal gucken. Irgendwas lässt sich schon finden. Irgendwas Kleines, ne? Das ist auf jeden Fall. Also, irgendwas werde ich schon planen dafür. Deshalb, ich freue mich wirklich darauf und ja, kann ich nichts anderes sagen. Danke für eure Loyalität. Ja, danke für alles. Und ja, jetzt will ich mal ein bisschen reden allgemein über die deutsche Community und wie sie gewachsen ist über den Jahren, über das Jahr jetzt, wo ich hier auf YouTube bin. Ja, weil manche von euch waren ja bei dem Start gar nicht da von der deutschen Community. Wie gesagt, ich war ja relativ früh in dem Game mit drin. Ich glaube knapp einen Monat oder zwei Wochen bis einen Monat nach dem Start von One Piece Treasure Cruise war ich schon in dem Spiel drin. Dann hat das Ganze mit dem, sozusagen mit der, mit dem Let's Look At angefangen, also sozusagen mit Yannis D's Reviews, und dann habe ich gefragt, ja, wie sieht's dann aus? Wollt ihr denn Let's Play zu One Piece Treasure Cruise sehen? Und dann war natürlich die überwältigende Meinung ja. Und da hat's eigentlich angefangen. Ab da ging dann das Let's Play los, ich habe die Review dazu gemacht und dann so ging's eigentlich los. Dann hatten wir so auch um die Zeit ging dann OP Community los. opcommunity.de, das ist ein deutsches One Piece Forum, und das hat dann im Endeffekt One Piece Treasure Cruise unter Kategorien, und ab da habe ich dann so gesehen, das wird groß, das wird auf jeden Fall noch so weitergehen, und ja, da habe ich mich auf jeden Fall schon mal gefreut. Und dann sind wir natürlich in die deutschen Let's Player losgegangen, ne? Haben wir jetzt auch genug, oder was heißt genug, ne, ein paar haben wir aber jetzt auch, ne, ich weiß jetzt zwar nicht mehr genau die Namen, weil ich allgemein nicht so viel YouTube in letzter Zeit schaue, Komosch, auf jeden Fall Komosch weiß ich noch, aber die anderen weiß ich leider nicht mehr, Komosch, da komme ich auch relativ gut mit klar, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein guter Kerl und wir haben uns auch schon über Twitter unterhalten, also so ist das wirklich nicht. Und deshalb, wie gesagt, kommt sehr, 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 sehr nett rüber. Und wie gesagt, vielleicht irgendwann können wir vielleicht mal zusammenarbeiten, ne? Mal gucken, wie wir es hinbekommen. Ich hatte schon mal sowas wie einen Podcast vorgeschlagen. Einfach, dass man wirklich nur, sich so, dass man irgendwas hat so zum Anhören zwischendurch mal, ist natürlich immer ein bisschen es passiert halt wirklich nicht so viel, das ist halt so ein bisschen eintönig, One Piece, dass man wirklich sagen kann, wie gesagt, wir könnten das dann einmal im Monat machen oder so und dann wirklich wir müssen das wirklich einmal im Monat machen, weil im Endeffekt sind es ja dann zwei neue Inseln und vier wiederholbare Inseln, die gekommen sind. Vielleicht eine neue Extra-Insel und halt vier Raid-Bosse. Und ist halt sonst ein bisschen wenig Stoff für einen Podcast, aber wie gesagt, ich fände die Idee eigentlich relativ nice. Ja, auf jeden Fall, das ist auch, wie gesagt, das war mal so ein Vorschlag, den ich da hatte, und ja, mal gucken. Ne, vielleicht lässt sich das irgendwann mal umsetzen oder so, aber das Problem war halt, dass bei One Piece halt nicht so viel Neues im Monat kommt, wo man dann wirklich drüber reden kann. Vor allem, weil wir ja auch jeden Tag, oder ich auf jeden Fall dazu auf jeden Tag Videos mache. Ne, vor allem, weil ich eine Let's Play-Reihe habe, deshalb kann man da im Podcast nicht wirklich viel dann noch gegen Ende des Monats sagen. Ne? So, das war, glaube ich, der letzte Run jetzt für Mr. 3 erstmal, und dann gehe ich mal eben in meine Charakterbox, da wir jetzt gleich über die Ziele bis der 300. Folge reden wollen. Also, was will ich bis der 300. Folge schaffen? So, gehen wir in die Charakterbox. Logischerweise habe ich mal gesagt, dass ich alle Raid-Bosse Max haben will. Logischerweise wird das wahrscheinlich auch schon sehr bald passieren. Wir haben jetzt immer die wöchentlichen Updates oder die wöchentlichen Raid-Bosse einfach, und ja, höchstwahrscheinlich wird das bald passieren. Habe ich gestern nicht wirklich farmen können, war jetzt nicht wirklich viel Zeit für mich, die ich da hatte. Wie oft habe ich ihn denn? Jetzt weiß ich gar nicht, wie oft ich ihn habe.
da zweimal habe ich den gemacht, nicht wirklich viel Zeit hatte ich da gestern und auch kein Gem dafür ausgegeben, ganz eine natürliche Stamina, ne? Aber Garb allgemein ist jetzt schon einer der höchsten Raid-Bosse vom Special her, genau, hat 7 Special-Ups, dann, wie gesagt, Aokiji weiß ich noch nicht, ob ich das denn, aber obwohl sollte ich eigentlich schaffen. Auch bis Folge 300 sollte ich den auch Max haben, Max, also vor allem, wenn ich jetzt auch mit Garb dann Max bin und da auch gute Sockel drauf habe und dann auch irgendwann mal Mr. 2 habe von der Extra-Insel, dann sollte das auf jeden Fall sehr, sehr gut funktionieren. Dann haben wir einmal Enel. Enel habe ich auch noch auf keinen oder auf ein Special Level. Ein Special Level. Special Level 2 ist der. Das ist ja okay. Also den sollte ich auch hinbekommen. Vor allem, je mehr Charaktere ich habe, je höhere Charaktere ich habe, desto einfacher gehen die Runs, desto schneller gehen die Runs. Je höheres Piratenlevel ich bin, je mehr Stamina habe ich. Also, wenn ich bei, ich sag ja, wenn ich so bei 120 angekommen bin, dann lohnt sich das richtig, die Raid-Bosse zu machen und dann auch wirklich zu jammen. Weil für einen Jam bekommt man dann 3 Runs und das lohnt sich dann wirklich. Dann haben Mihawk ist ja schon Max, da bin ich wirklich froh, dass ich den schon Max hab. So, sonst noch ein grüner Raid-Boss. Nee, nicht wirklich. So, dann haben wir natürlich noch Blackbeard. Blackbeard ist auch erst Stufe 1. Also noch keine Special Level da drauf. Der wird aber auch bei Max gemacht. Also wirklich, dass ich so alle Raid-Bosse auf Special Max habe, das sollte eigentlich machbar sein, wie gesagt, in den nächsten 100 Parts, ja. Wie gesagt, ich will ja nicht zu schnell da irgendwas machen. Wie gesagt, 100 Parts sind eine lange Zeit, da sollte ich das definitiv hinbekommen. Dann will ich versuchen, Perona auf jeden Fall noch Max zu bekommen, ist jetzt auf Level 8 und Alvida Max zu bekommen, das wird ein bisschen schwieriger. Ganz einfach, weil ihre Bücher so wenig droppen. Und mit wenig meine ich wirklich, wirklich wenig. Wirklich, wirklich wenig. So. Und ja, Piratenlevel weiß ich noch nicht. Also ich denke in 200 Parts, das sind in 100 Parts, das sind ungefähr 200 Tage. Ich denke 250 sollte drin sein, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich denke so bis 300 sollten wir 250 erreicht haben. Hoffentlich. Also, wie gesagt, da gucken wir ja immer wieder. Eine Folge kommt immer alle 2 Tage raus. Das heißt, ja, 200 Tage sollte ich das eigentlich schaffen. Vor allem mit den Raid-Bossen dazwischen und so. Das sollte ich auf jeden Fall hinbekommen. So, und sonst war es, wie gesagt, nicht wirklich viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht ein paar mehr Story-Charaktere, wie gesagt, Mr. 2 und Mr. 1 stehen ja auch noch auf der Liste. Dass ich die beiden dann bei Tag 300 habe, das wäre auch noch ein Hammer-Highlight. ja. Und dann würde ich sagen, bin ich bei Zielen bis 300 erstmal abgeschossen. Dann werde ich jetzt nochmal 2 Mr. 2 Runs machen und danach sind wir dann bei der Hälfte der Team angekommen. Das heißt, dann werde ich das, oder ja, was heißt das Highlight, aber dann werde ich auf jeden Fall den mittleren Punkt machen. Ja, darauf könnt ihr auch auf jeden Fall schon gespannt sein. Aber jetzt kommen wir erstmal nochmal um 2 Mr. 3 Runs, weil ich halt wirklich will, dass der diese Folge noch droppt. Hoffentlich. Ich kann wirklich nur sagen, ich hoffe es wirklich. Und ja, ich bin total happy. Wie gesagt, mein Account läuft gut. Ich will jetzt zwar nicht die Gems zusammenzählen, die ich jetzt über die ganzen Sugofests aufgegeben habe auf Global, aber ich denke wirklich, dass das ja schon sehr, sehr viele waren. Ich habe dafür auch 2 Legendaries gezogen, aber das Verrückte finde ich ja, dass ich in der Zeit wirklich auf Global habe ich weiß nicht mehr, seit wann kein Legendary mehr gezogen. Seit, wie gesagt, nicht, dass ich nicht zufrieden bin mit 2 Legendaries, aber auf Globe habe ich, glaube ich, seit, was weiß ich, wann habe ich Boa gezogen? Seit einem halben Jahr oder so, oder auf jeden Fall ein paar Monate sind das auf jeden Fall schon her. Und auf Japan ziehe ich hier Legenden rechts und links, ja, da bin ich schon jetzt auf 4 Legenden. Finde ich echt schon verrückt, ne? Also ich weiß nicht, ob es auf Japanisch eine höhere Chance für Legendaries ist, weil es halt mehr gibt.
Weiß ich echt nicht. Also ich finde das definitiv komisch, vor allem weil ich mit Global auch früher angefangen habe. Deshalb, warum habe ich jetzt auf der japanischen mehr Legendaries? Aber ja, auf jeden Fall, die japanischen spiele ich in letzter Zeit sowieso, wie gesagt, jetzt habe ich mein Strong World Ace Max, durch das Fleischstückchen, wie gesagt, die 5 Millionen, das ist echt heftig. Also das verstehe ich immer noch nicht, wie sie das rausbringen konnten. Aber naja, ne, kann man nicht wirklich groß was gegen ändern. So, First Strike. Ja. First Strike, also erster Angriff, und dann gibt er sich nur Immunität. Super. ja, deshalb, also Japan läuft ja auch bei mir, und wir haben aber allgemein bei den Sugofests relativ fast immer gute Puls, oder fast immer Puls, wo man sich wirklich nicht beklagen kann. Wir hatten mal zwischendurch mal ein Silberfest oder mal ein, ja, wo wir Golden dazwischen hatten, aber dann wirklich nur so Basis Charaktere dabei waren. Naja, also ich rede von ganz vielen Namis, von Sanjis, wie gesagt, so die ganzen Straw Hat Pirates, die man zum Beispiel auch durch die Story bekommt oder so. Also das ist wirklich ein bisschen heftig, ja. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass das wirklich so also bei mir war es immer hundertprozentig gute Puls oder schlechte Puls. Also das war wirklich so, ja, da denkt man sich dann einfach, ja klar, als ob wirklich das Spiel das so plant. So, du musst wirklich durch diese Trockenzeit dann durchgehen und dann hast du das eine Sugofest, ja, das haut dann alle Sugofests davor wieder raus. Ich weiß, manche von euch haben da nicht so ein Glück, ne? Manche von euch haben da mehr schlechte Sugofests als gute Sugofests, aber ich kann es einfach wie immer wirklich nur sagen, das habe ich auch schon zu jedem gesagt, der gerade auf einer Trockenphase ist, ne? Der gerade nichts Gutes zieht. Einfach abwarten, irgendwann kommt der Tag, wo da wieder ein richtig geiles Sugofest kommt. Und dann freut ihr euch, dass ihr zum Beispiel nicht aufgehört habt zu spielen oder halt nicht aufgehört habt zu pullen. Jetzt gibt es natürlich auch viele, die sagen, ich warte noch, bis Strong World rauskommt, und dann sage ich, okay. Und dann, weil Strong World und Z ist ja wieder das alte Thema, was man eigentlich immer ansprechen kann, sehr unwahrscheinlich, dass es heute oder morgen rauskommt. Also das Problem ist halt wirklich, wenn sie Z rausgebracht haben wollten, dann wäre das definitiv vor Strong World Ace passiert, weil es dann einen Boost in den Verkaufszahlen, oder weil sich einfach mehr Leute dann Gems gekauft hätten für das Strong World Ace Sugo Fest, weil die meisten wussten jetzt, hey, Strong World Ace ist relativ nutzlos auf der globalen Version. Wir haben noch keine genialen Shooter, wir haben noch nicht die Combo, wir haben kein Set, wir haben kein Heraklesen. Also, die meisten haben sich dann gedacht, dann brauche ich eigentlich auch nicht ziehen, dieses Sugo. Also, wenn sie das wirklich anregen wollten, das Sugo, dann hätten sie das da schon gemacht. Das wäre eigentlich die einzigste logische Lösung. Wie gesagt, wir haben zwar jetzt Garb bekommen, das heißt, es könnte auch sein, dass die jetzt irgendwann, ja, Z reintun, aber dann halt vielleicht unter einem anderen Namen oder so. Man weiß es nicht, vielleicht XY oder so. Also, das ist echt ein bisschen komisch, aber wie gesagt, Z wäre viel, viel früher gekommen. Der war schon mit unter den ersten, in der ersten Rotation drin, von allen Farben, also deshalb, ich weiß nicht, ne? Ich hoffe ja jeden Tag, dass er irgendwann mal kommt. Vor allem, weil ich halt wirklich will, dass die Shooter-Teams mal wirklich viable sind. Vor allem auch für alle, die halt dann halt Strong World, die dann wirklich Strong World Ace haben. Oder ja, Black Mantle Ace, wie auch immer ihr den nennen wollt. Ist halt ein bisschen schade. Ne? Also, vor allem, wenn man dann ein Legendary zieht, wie gesagt, er wird besser. Wie gesagt, wenn wir Heraklesen haben und wenn wir dann Z irgendwann haben, ist er auf jeden Fall einer der stärksten Units. Könnt ihr da wirklich ein sehr, sehr gutes Team von machen und wirklich ohne groß Probleme da wirklich durch die meisten Fortnites und auch durch ein paar Raid-Bosse durchhacken mit einem Stärke-Team, vor allem mit Stronghold Ace. Und ja, deshalb ist ein bisschen schade, dass sie noch nicht rausgebracht haben. Wie gesagt, Daumen drücken. Naja, ich drücke euch die Daumen, ihr Stronghold Ace-Besitzer, und für alle, die einfach mal ein Shooter-Team spielen wollen. Ja, weil Shooter-Teams haben auch sehr, sehr gute Charaktere, aber die sieht man dann halt jetzt wirklich nicht, ne? So, haben wir nochmal eine Cotton Candy zum Abschluss. Das ist eine ADK Cotton Candy, sehr gut. So,
Und das waren jetzt erstmal das Mr. 2 für jetzt. Wie gesagt, zwischendurch werde ich jetzt nochmal wieder spielen. Einfach um ein bisschen, ja, ein bisschen Zeit dafür zu gewinnen oder ein bisschen Zeit zu haben, um zu reden. Also das mache ich im Hintergrund und dann rede ich eigentlich die ganze Zeit. So, jetzt kommt das, worauf ihr bestimmt alle gewartet habt, ein YoloPool. Ja, ich habe mir eben noch ein paar Gems raufgeladen für ein YoloPool. Wie gesagt, wir kommen gerade vom Sugofest. Wie gesagt, auch für alle, die einfach Puls sehen wollen, empfehle ich wirklich meine Sugofest-Playlist. Da sind wirklich alle Sugofests drin, die ich hatte auf Japan und auf global. Also kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Ne? Also guckt euch das mal an. Wie gesagt, falls ihr mal wirklich einen Nachmittag haben wollt, wo ihr nur Puls seht, zieht euch das rein. Am Anfang bin ich dann nur alleine. Und dann, ich weiß jetzt gar nicht, ab welches Sugofest. Ich glaube, ab dem wirklich großen mit 175 Gems ist dann Philipp dabei. Und dann ist ja eigentlich immer Philipp oder Felix dabei. Und dann haben wir wirklich sehr, sehr viele Puls. So, aber ich würde sagen, da ich es gesagt habe, gönnen wir uns jetzt einen YoloPool. Und ja, Psychonks ab. Das Problem, was hier gerade ist, von den fünf abgebildeten Leuten habe ich vier Stück. Also ist das eigentlich nicht so die Raid, wo ich pullen sollte. Aber da es die 200. Folge ist, kann ich das wirklich nicht gehen lassen, ohne wirklich, ja, ohne wirklich, ja, zu pullen. Das geht einfach nicht. Und das habe ich in der 100. gemacht. Dann werde ich es auch definitiv in der 200. machen. Also werde ich nicht lange schnacken und einfach ziehen. Und ich hoffe wirklich, ich werde hoffentlich was Goldenes ziehen. Und wenn nicht, dann bitte Gott Kobe, weil die Psychance erhöht ist, ja. Das ist. Gott Kobe ist immer ein gutes Omen. Was Goldenes, okay? Was? 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 YoloPool Capone. Den habe ich einfach noch nicht. Okay, das ist das Glück der 200. Folge. What the fuck? WTF? Holy shit, Capone. Sehr, sehr guter Op-Changer. Aber what the fuck? Psy-Chance ab. Na, ich so, komm bitte. Psyker, komm bitte, goldenes Poster oder Gott Kobe. Meine Güte. Da bin ich ja jetzt happy. Da habe ich wirklich nicht mit gerechnet. WTF. Den habe ich bis jetzt aber kein Sugo festgezogen. Wow. Okay. What the fuck? Da habe ich jetzt wirklich mit jemandem goldenes gerechnet. Das, wow. Okay. ja. So, ich würde mal sagen, das hat sich definitiv gelohnt, dieser YoloPool. Wow. Okay. Auf jeden Fall auch eine Verstärkung für mein Quick Team. Denn mein Quick Team, wie gesagt, für Blackbeard und für Monster Chopper ist wirklich sehr, sehr gut. Oder ja, kann man wirklich sehr, sehr gut gebrauchen, so ein Op-Chain, dass man einfach das volle Feld dann blau hat, weil er hat ja so eine gute Combo, dass er wirklich grüne und rote dann in Quick Ops verwandelt. Das heißt, man kann ganz schnell ein ganzes Quick Op-Feld haben, dann aktivierst du einen Booster und also einen Op-Booster und einen Quick, ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt einen Quick Booster? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Also Quick ATK Booster. Ich weiß nicht, nee, Touch gibt blaue Ops. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Kombo ist damit möglich. Da kann man wirklich alles sehr, sehr schnell down machen. Nicht, dass Monster Chopper nicht so auch schon schnell down ist. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Kombo, die man da machen kann. Das ist genial. So, dann. Genau. Habe ich noch zwei Sachen auf dem Plan. Wie gesagt, zwischendurch werden wir nochmal Mr. 2 machen. Aber was ich jetzt machen wollte, da ich natürlich nicht meine Friends zeigen, denn und ich werde nach der geaddeten Time sortieren. Das heißt, ich sehe alle von die sich oder wann die mich geaddet haben sozusagen. Ich glaube, das geht von oben der erste und dann von unten der letzte. Das weiß ich jetzt gar nicht. Doch, doch genau. Ja, oben sind die ersten, das habe ich mir schon gedacht, weil Natron war, glaube ich, einer der ersten, deshalb kenne ich auch seinen Namen schon so genau. Ja, ich würde ja jetzt echt gerne alle vorlesen, aber es sind halt 200 Leute.
Natron X3, Whitebeard Mihawk G3, Jigsaw Crew, Fahrer 24, Die Banjos, Dark Ghost 357, QT Fernseher, Luke Kissel, Fleck X Pirates, Captain Vortex, Mega Pirates, Zedru, McFishhead, Professor Dr. Shogi, Decor Pirates, Drum Pirates, Shiroge Kaizoku, Kappa Pirates, PB Shinigami, Kreitel Let's Play oder LP, wie gesagt, kann ja auch eine Abkürzung für was anderes sein, Davy Jones, Strohhut Piraten, Saru Tobi Pirates, Dragons Crew, Trev, Strohhut Piraten, Ska Evo Pirates, Seshomaru, The Fifth Yonko, Nummer 5, Abu Jim Piraten, Blivik Shanks, nicht Black Shanks, sondern Blivik Shanks, dann Peace Nico, Hakan 28, wir haben KK, wir haben Jan Erik, Jaggerman Jensen, PB Kurohige, dann Whitebeard, Mihawk, G3, Dofi, Raute Raute, King Pirates, Keno Piraten, YNWA, John I'm Out, Flo Piraten, Respect and Honor, PB Blue Bullet, Bionix.de, Hyrule Pirates, Don Diego, Ryujin Pirates, denke ich jetzt mal, Deathhead Pirates, Phoenix Piraten, Illuminati Piraten, Hunter Piraten, Ultra Boy 74, Z-Player Pirates, Chapeau de Palier, Xian 50, Ultimate Strong World Ace Randy, Luffy Won't Eat, Worst Generation, Strohhut Piraten, Boa X-Ray, Stefans Crew, Super Felix, Lock Luffy und Strong World Ace, PB Red Pirates, 2 Legend und 2 Accounts, Varinex Crew, Brahimi, Otaku Strawhead, Salat schmeckt gut, ZZ Phoenix, V-Sat, iRemixi XL. Na, habt ihr euren Namen schon gesehen? Wenn nicht, kommt der bestimmt gleich. Ich mache jetzt mal eine Pause. Und ja, ich trinke mal eben einen Schluck. Ne? Schön offscreen von der Kamera getrunken. Na, keine Schleichwerbung hier. Banger Bande, das ist übrigens Felix. Over 9000 Crew, Barans Pirates, Tenri Ubito, meine Güte, ihr müsst mir den japanischen Namen aufhören. Strawhead Pirates, warum bist du hier drin? Yes. So, aus Versehen wahrscheinlich angenommen. Oh, jetzt muss ich wieder dahin. So. Nee, da waren wir noch nicht. Doch, da waren wir schon. Wir waren gerade bei der Banger-Bande. Nee, wollen wir auf jeden Fall noch nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo hier die Banger-Bande war. So, da war die Banger-Bande und... Wie gesagt, ich glaube, wir waren hier. Also Banger-Bande, Over 9000 Crew, Baran Pirates, Tenri, achso, die haben wir auch schon, David, Smiley, Wolfdrache, Baby Yoda Piraten, Danny Yalk 46, OPC Smiler, Dunno G, Dark Inception, Legati, Filgor Double Ray, das ist Philipp, Kristall Piraten, Leons Crew, FIFA Pirates, Schrägstrich neu, die Relax Piraten, Volvo X, dann Takanuri, in Klammern Log Ruffy, Psychedelics, dann haben wir Whitebeard, Boa, Stronghold Shanks Killer, Super Strawhead, Bellato Pirates, die Gurkensackbande, R/ Sergeant Ignite, Pika, Hollow, Tsuna, Penta, Dogans Pirates, The Art of Game, Whitebeard, Yonko, Baba Crew, Ghosts, Crossheart Pirates, Blood Piraten, GG Super Crew, Dani Pirates, Ideal Pirates, Blackbeard, PN Whitebeard, Die Stricksocke, H, King of New World, Shari.de, Mr. Johnny's Gang, Wasmutter,
Kurosaki, Ichigo, Swag, Big Navy, Gannikus, Whitebeard, Lockelaffy, Boa, Markus und Sengoku, Markus, Marco, Sengoku, Hammett Killer, Ochinchin, Pirate, Piraten, Nice am Sweaten, Blackbeard Bande, Cannon, Kano, O2, Mugiwara, Lock Behind Yo, Maxmo, Kokosnusspiraten, El Duablos, Chapeau de Palier, ja, Hard Pirates, Mitom, Yokul Pirates, Sancho Pirates, oder Sancho Piraten, D-Legends, Sprudelwutz, Adrian, Inspirit, SNSD, Sexy Ray, Whitebeard, Boa, Mihawk, Acruz Pirates, It's Urban, OVO Pirates, Cogsworth Pirates, Shots Fired, die Phoenix Piraten, Shizuku, Mihawk Pirates, Piraten, oder Pirates, ja, war Pirat sogar, Pirates sogar richtig, Collie, 1,99, warte, jetzt muss ich, meine Güte, ey, das dauert aber, da bin ich jetzt schon wieder, da, das, da waren wir auf jeden Fall schon, wir waren bei, Rubbers hatte ich, Sprudelwurz hatte ich. Irgendwann mal weg. Genau. Kalle 1999. Supernovas. Cortana. Baba. Dragon Slayer. Dida King. Manso Pirates. Eistee Apfel. Alchemist Crew. Choppers. Spade Pirates. Luffy Senpai. Pümmel. Pferdepümmel Pirat. Das ist aber gut, dass ihr mich so ungefähr die gleiche Zeit geändert habt. OPC Donamingo, Tafalga EK, Kaido Piratenbande, Dio oder D10, Chromash Pirates, Issei Z, Captain Jack, ASL, Sengoku for the Win, PB Big Boss, Night's Watch, Sport, was? Sport in Guistas. Okay, Nack, Phoenix Pirates, Ahmed the Teach, Forsaken Death, Lock Luffy slash Int Mihawk, Piratenkönig Ruffy, 1453 Crew, Rivo Army, Bob the Builder, die Kira Piraten, Blackbeard Pirates und Shiroge Pirates. Das hat ja mal gar nicht lange gedauert, aber ich wollte euch einfach alle persönlich ansprechen und euch alle danken dafür, dass ihr meiner Freundesliste seid, vor allem von die, vor allem die ersten Leute, die schon wirklich seit dem Anfang dabei sind und nicht aufgehört haben zu spielen. Danke für die Hilfe durch die ganzen Parts, danke einfach fürs Angucken. Selbst alle, die nicht auf meiner Freundschaftsliste sind, wisst ihr, dass ich auch allen euch und auch euch allen danken muss. Ja, dass ich wirklich so, dass ihr mich wirklich so hilft. Auch alle, wie gesagt, die nie auf meiner Friendslist sein, einfach für das Angucken der Videos, für die Kommentare da lassen, ne? Einfach wirklich danke für die ganze Hilfe dafür. Und das war die Friendslist, das war der dritte Punkt, den wir hier, der vierte Punkt, Mr. 2, Ziele bis 300, Yolopol und Friendslist. Und der letzte Punkt, da komme ich gleich zu. Jetzt mache ich erstmal nochmal wieder ein paar Puls. Einfach, ich würde mal so sagen, knapp, dass wir wirklich, ich will halt die höchste Chance haben, dass ich wirklich noch Mr. 2 ziehe jetzt, oder halt von der Stage bekomme, weil das wäre, es würde einfach noch so, so die, den, einfach das, das würde noch so oben drauf legen, ja, es würde einfach wirklich so sagen, yay, jetzt, das, das wird nochmal so, so die Kirsche auf dem Eisbecher, ja, wenn wir den jetzt noch gedroppt bekommen würden. Und bis jetzt haben wir zwei Cotton Candies, also ich kann mich nicht wirklich groß beklagen, ne, also ist gerade sowieso ein halbes Stamina, deshalb verlieren wir nicht wirklich viel Stamina dadurch, ist ein schneller Run. Und ja, also, viel ist geschehen, wie gesagt, wir hatten einen Mützenwechsel in den ganzen Parts, in den 200 Parts, wie gesagt, ich mache jetzt mal eben ein kleines Recap, so, was alles in den Parts passiert ist, also was ich alles so geändert habe. Ja, wir hatten erstmal, wie gesagt, für alle, die es alles, oder die alle Parts schon gesehen haben, ist das logischerweise so, die kennen die ganzen Veränderungen und was so passiert ist, aber ich kann es hier nochmal so aufziehen. Also, es hat alles angefangen bei der ersten Folge, da war noch alles schwarz im Hintergrund, ich hatte keinen Hintergrund. Das ist wirklich so, dass ich da, wie gesagt, ganz einfach nur den Bildschirm hatte, keine Webcam, kein gar nichts, ja. Ihr habt nur meine Stimme gehört und das ging dann
bis was weiß ich welche Folge, jetzt weiß ich gar nicht, welche Folge das war, auf jeden Fall, dann war das irgendwann so, dass ich das normale Aufnahmeprogramm, was ich da hatte, das war Android Recorder, irgend sowas war das, auf Steam war das auf jeden Fall ein Programm, das habe ich durch den Winter Sale gekauft, weil ich sowieso schon immer wieder Let's Plays von meinem Handy aus machen wollte, und das Programm wurde dann nicht mehr unterstützt, oder das hat er nicht mehr die aktuellste Version von Android unterstützt, und das dauerte mir einfach zu lange, das dauerte mir echt zu lange, bis ich dann wirklich sagen konnte, ja, das ich will einfach früher aufnehmen, ja, und dann habe ich mir halt eine Alternative rausgesucht, und dann kam wirklich Mobizen, womit ich das aufnehme, und dann war das wirklich so, also dann war es wirklich so wie jetzt, ne, also die Steckbriefe hier, und da habe ich auch oft die Frage zu bekommen, wie gesagt, du weißt schon, dass die Steckbriefe falsch sind, oder auf jeden Fall manche von denen, und dann sage ich immer, ja, ganz einfach, ich habe falsche Steckbriefe hier drinne, weil das den, wie gesagt, weil das einfach den Spoiler-Effekt rausnimmt, ganz einfach, weil, wenn man nicht weiß, welche von richtig oder falsch sind, ist es einfach so, dass man nicht weiß, wie gesagt, dass man nicht davon ausgehen kann, welche sind richtig, welche sind falsch. Das ist einfach nur da, um die ganzen, einfach umzusehen, wirklich, dass man nicht wirklich zu groß gespoilert wird. Wie gesagt, wir haben hier viele Leute, die immer noch nicht wissen, wie die Story abläuft. Wir haben Leute, die haben nur die ersten Folgen oder so gesehen. Und da will ich wirklich nicht, dass die dann jetzt gleich instant wissen, dass der und der so ein Kopfgeld bekommt. Wie gesagt, viele Leute wissen die Charaktere ja auch noch gar nicht. Und wie gesagt, aber es gibt falsche hier, es gibt richtige hier. Mehr sage ich dazu nicht. Ich werde auch nie sagen, welche die richtigen haben und welche die falschen haben. Und ich denke auch, dass ich da noch die Kommentare weglöschen sollte. Wie gesagt, ich habe allgemein lösche ich ja Kommentare weg, die irgendwas mit denen, die irgendwie groß Spoiler sind. Weil es gibt, wie gesagt, ihr habt es zwar durchgeguckt, die ganze Serie, genauso wie ich, aber es gibt halt immer noch Leute, die wissen halt wirklich nicht, wie man trifft, was die speziellen Kopfgelder für die sind. Also, da sage ich auch immer, bitte, wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr noch nicht die volle Serie geguckt habt und dann spoilt euch einfach irgendjemand entweder mit einer genauen B-Zahl oder wann genau irgendwas passiert. Das ist halt wirklich so, das mache ich nicht. Deshalb halte ich das Ganze auch relativ spoilerfrei. Wie gesagt, ich rede zwar über die Inseln, wie gesagt, dass mir eine mehr oder eine weniger gefallen hat, wie es bei Thriller Bark, habe ich das ja gesagt, oder zum Beispiel bei Longering Island, habe ich ja schon meine Meinung dazu gegeben, aber da habe ich nie wirklich gesagt, was da groß passiert oder wie man da antrifft. Da halte ich mich immer relativ spoilerfrei, weil ich kann das einfach nicht ab. Wie gesagt, das hatte ich, einmal ist mir das passiert. Mir wurde ein Tod gespoilert, nicht bei One Piece, keine Sorge. Das war bei The Walking Dead. Und das hat mich wirklich mega aufgeregt. Also da war einfach wieder, das ist einfach so, dann kann sich keine Stimmung richtig mehr aufbauen. Dann ist es einfach so, ja, super, ihr redet zwar jetzt gerade mit der Person, aber ich weiß, dass die in so und so vielen Folgen tot ist. Weißt du, dann merkt man ja, okay, dann ist fehlt irgendwie die Interesse an der ganzen Story dann im Endeffekt. Und das kann halt wirklich sehr, sehr viel dann auswirken, wie man dann die Folge guckt. Ja, und im Endeffekt auch so einen wirklich das, wirklich den Spaß an der Serie rauben. Und sowas will ich definitiv nicht, dass sowas mit One Piece passiert. Vor allem, weil das noch so lange geht und wahrscheinlich noch länger gehen wird. Wie gesagt, das Ende ist noch nicht mal in Sicht, ja. Also wir haben, also ich denke, das wird auch noch relativ lange laufen. Deshalb lasse ich das erstmal so und will da wirklich nichts zu sagen. Dauert zwar lange, sich das nochmal anzugucken oder sich das ganze Ding anzugucken, aber wenn man das will, will ich das wirklich unterstützen und nicht da irgendwie nochmal sozusagen extra reintreten, nur weil die sich das Ganze nochmal angucken wollen. Also das finde ich wirklich nicht okay. Sollte man auch nie machen, sei es egal welche Serie, egal irgendwas, und vor allem nicht bei euren Freunden. Das dürft ihr auf jeden Fall nicht machen, wie gesagt. Ist auf jeden Fall scheiße, falls ihr das macht. Muss ich da ganz ehrlich sagen. Ja. Also würde ich euch echt abraten, da wirklich zu groß oder zu viel verraten. Lasst ihn das selber angucken. Ist eigentlich, wie gesagt, bei allem, was man sich anguckt, bei Kinofilmen, bei Serien, sollte man wirklich das nicht groß spoilern, weil
im Endeffekt will's der Kerl oder wer auch immer, dass sich das jetzt anguckt, Kerl, Frau, Mädchen, Junge, was auch immer ihr wollt, ne, will sich das denn selber angucken, weil wenn er das anguckt oder ja, allgemein, ne, und dann kann man das wirklich versauen. Das habe ich ja jetzt echt gemerkt. Also das ist, kann wirklich so vorkommen, als ob das wirklich so ist, dass man wirklich die einfach das Interesse verliert an den Charakter, und das kann halt wirklich die Serie zerstören. Stell dir mal vor, irgendwann sagt, ja, okay, das ist zwar sehr, sehr unrealistisch, aber ich sag's jetzt mal einfach, irgendwann sagt zu euch, dass jemand, dass, keine Ahnung, Ruffy stirbt, ne? Wie gesagt, das ist wahrscheinlich das Unrealistische, was passieren wird, deshalb sage ich das, nehme ich das jetzt als Beispiel. Und ja, warum sollte euch jetzt die Background-Geschichte von Ruffy noch interessieren, wenn ihr wisst, oder auf jeden Fall interessiert es euch die Background-Story nicht so sehr, wenn er wenn ihr dann wisst, dass er irgendwann stirbt, weil das hängt dann immer so in eurem Hinter, also in eurem Gedächtnis hängt das dann noch so drin, ach ja, stimmt, der stirbt ja. Das, wie gesagt, das hatte ich auch, und das ist einfach, das kann so eine ganze Serie ruinieren, wenn ich ganz ehrlich bin, oder vor allem halt den Part der Serie, wo dann die Figur mitspielt, aber ne, sonst ist eigentlich relativ okay. So, ich würde sagen, wir haben 45 Minuten erreicht. Will ich jetzt eine Stunde daraus machen? Ja, ich will definitiv eine Stunde daraus machen. Ich habe ja auch noch einen Punkt auf der Liste. Deshalb, ich würde sagen, einmal runnen wir noch Mr. 2. Wie gesagt, ich will echt, dass er droppt. Dann kommen wir zum letzten Punkt meiner Liste. Und ja, ich will einfach so viele Versuche hier reinpacken, weil das wäre echt die Krönung, wenn er jetzt droppt. Das wäre echt das Geilste, wenn er jetzt droppen würde. Und ja, wie gesagt, ich bin, ne, einfach nicht machen. Das ist einfach, Spoilern ist blöde, das kennen wir übers Internet. Ja, ich bin von Star Wars wenigstens verschont geblieben, weil Star Wars wurde mir nicht gespoilert. Ja, apropos Star Wars, für alle, die das noch nicht wissen, die DVD kommt schon früher raus. Ich glaube, 1. April schon in Deutschland. Bloß noch nicht die 3D-Version. Also DVD und Blu-ray kommt schon im April raus, aber Blu-ray dann erst später gegen Ende des Jahres, glaube ich. 3D meine ich. DVD und Blu-ray kommen jetzt bald raus und 3D kommt gegen Ende des Jahres raus. So. Ja, aber ich check's immer noch nicht. Weißt, wir machen einen YOLO-Pull und dann kommt da einfach Capone raus. Also das ist wirklich crazy. Das ist echt. Damit hätte ich echt nicht gerechnet, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich hätte ja mit einer Psy-Einheit gerechnet. Aber das Problem war halt auch, dass ich die meisten auf dem Bild da schon hatte, ne? Nur wirklich 4 von 5 hatte ich da schon. Der einzige, der mir noch fehlte, war Lock Frankie. Und ja, den, wie gesagt, das war eine 1 zu 5 Chance von denen, die da gerade alle auf dem Bild waren. Deshalb habe ich mich schon so ein bisschen Sorgen gemacht. Und deshalb habe ich mir auch gedacht, wie gesagt, wenn es Silber wäre, dann bitte wenigstens Gott Kobe, ja. Aber naja, brauchte ich dann doch nicht zu Gott Kobe, oder ja, brauchte Gott Kobe doch nicht auf die Erde kommen. Denn wir haben ja Capone gezogen, auch einen, den ich schon relativ lange gesucht habe, einfach weil er so ein guter Orb-Changer ist, ne? Und weil er halt wirklich mit einer guten Combo kann er das wirklich halt sehr, sehr schnell ein ganzes Feld an blauen Orbs zaubern, und das ist halt wirklich, sowas braucht man einfach, ja, das ist ein sehr, sehr guter Orb-Changer. Dazu werde ich dann ja auch noch bald, wie gesagt, wenn ich Kaku habe, werde ich ihn dann auch entwickeln, und ja, das passt einfach, ne? Passt einfach wie die Faust auf Auge, und ja, ich habe es ja schon gesagt, Luki werde ich dann evolutionieren, wenn die neue Insel da ist, einfach wenn seine neue Evolutionsstufe da ist, denn die ist einfach besser. Da kann man wirklich nicht groß drum reden, ist ein, ich weiß nicht, ist glaube ich ein Quick-Charakter, also auf jeden Fall ist er in seiner Puma-Form sozusagen. Seht ihr dann auch im, das ist dann ja das CP9 Hauptgebäude, die nächste Insel, und da, ja, muss man dann wirklich sehen, wie dann im Endeffekt oder ja, wie leicht man da die farmen kann, weil ich weiß, dass man Kaku da alleine farmen kann, aber ich meine im Endeffekt, wenn man dann die Insel farmt, ne, also die letzte Insel von Water 7, und man, weil da hat man ja wirklich zwei Charaktere, die dann droppen können, und dann sage ich wirklich, ne, also da kann man selbst wenn Kaku nicht droppt, hat man immer noch Luki, der droppt, deshalb, und der kann halt wirklich noch ein Special abgeben. Und er hat ja auch zwei Entwicklungswege, also ich muss noch wirklich gucken, wen ich dann nehme. Also wirklich, wen, für wen ich mich, für welchen Entwicklung, oder für, meine Güte,
welche Stage ich farme, nicht welchen Entwicklungsweg, weil der Entwicklungsweg ist ja schon logisch. Und wenn ich dann einen zweiten Lucky Drop, nehme ich einfach den anderen Entwicklungsweg. Also ich denke, das wird echt bei Water 7 bleiben, die letzte Stage. Immer wenn da entweder Double Drop Chance ist oder halbe Stamina, setze ich mich daran. Einfach um die Charaktere zusammenzubekommen. Aber zum Glück habe ich ja schon Lucky da. Das ist schon mal so die Versicherung sozusagen, dass ich wenigstens einen von den beiden habe, und das ist auch der wichtigere, weil man den wirklich dann entwickeln kann in seine, ja, bessere Form, sag ich mal, dann bald. So, ja, und wie gesagt, ich habe ja gesagt, in der 200. Folge ist wirklich von allen ein bisschen drin, und das habe ich, glaube ich, erreicht. Wie gesagt, wir sehen sonst wirklich jeden Tag immer, die Extra-Insel machen wir eigentlich fast jeden Tag. Wie gesagt, Mr. 2 war ja echt war ja echt immer dran, ne? So vor der Zeit vor Aokiji, weil ich ihn einfach brauchte. Und ja, das hat sich immer noch nicht geändert. Ich will ihn definitiv auch immer noch haben. Ich setze mich da auch immer noch dran. Vielleicht wird ja jetzt Mr. 2 wirklich meine Nemesis, dass ich da wirklich so lange vorsetzen muss. Im Endeffekt Mrs. Doublefinger 2.0. Ja, also echt ein bisschen ärgerlich, aber naja. Ja, Mrs. Doublefinger war ja auch schon fast ein Running Gag durch die Zeit, ne, durch diese letzten 100 Folgen. Aber zum Glück ist sie dann irgendwann gedroppt. Also da bin ich echt stolz drauf. Dann hier Bruno habe ich ja letztens gedroppt, einfach durch die Story machen, was auch total verrückt ist. Aber natürlich war da auch Double Drop Chance, ne? Aber schon wieder ein Charakter, den ich einfach durch die Story durchmachen bekommen habe, und dann ist das wirklich einer, den man dann wirklich davon haben will, auch von der Insel. Also, oder eigentlich der berühmteste Charakter von der Insel, würde ich jetzt einfach mal sagen. Naja, okay, da ist Mr. 2 nicht gedroppt, aber wir werden gleich trotzdem zum nächsten Punkt voranstreiten. Und zwar ist das Chopper Easter Egg. Ich weiß nicht, wie viele von euch das kennen. Es ist ein kleines Easter Egg in dem Spiel selber drin. Man kommt da über ein paar Umwege hin. Und das wollte ich einfach nochmal zeigen. Wie gesagt, auch weil es Chopper ist, ne? Weil es einfach passt dazu. Zu unserem aktuellen Thema. Und ich denke, wir werden gleich trotzdem nochmal eine extra Insel machen. Einfach damit wir wirklich alles gemacht haben. Story-Insel, extra Insel, Charakterbox und wirklich alles. Also ihr müsst auf Others gehen. Ihr müsst auf Hilfe. Ups, nee, das wollte ich definitiv nicht. Das habe ich aus Versehen mein Passwort gezeigt. Das wäre natürlich nicht so gut, weil das ist definitiv nicht gut. So, Help. Und dann geht ihr auf Others. Und dann ganz nach unten. Und hier steht ja Thanks Chopper. Also, danke Chopper. Da tippt ihr dann drauf. Wie das wäre, aber sonst hätte ich das einfach gleich rausschneiden müssen, das Passwort. Aber zum Glück habe ich da nicht weiter drauf geklickt. Und dann steht da I'm completely immune to your flattering, you silly. Definitiv eine Anspielung, wie er sich natürlich verhält in der Serie, wenn er ein Kompliment bekommt oder so. Ist einfach so lustig, naja, was man so nebenbei machen kann und oder was man sich mal angucken kann. Wirklich einfach ein kleines Easter Egg, ne? Da steht einfach, ich bin total immun für deine, ja, Flattery, wie soll man das bezeichnen? Ich bin total immun für deine Komplimente, sag ich jetzt einfach mal. Ne? Ich bin total immun zu deinen Komplimenten. Ach du, sag ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie ich sonst übersetzen könnte, aber ja, es ist einfach eine kleine Anspielung, wie halt Chopper reagiert, wenn er ein Kompliment bekommt in der Serie. Ne? Und ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cooles Easter Egg. Wie gesagt, viele von euch haben das vielleicht noch gar nicht gesehen. Auf jeden Fall geht ihr dann einfach unter Option und dann unter Option. Achso, warte. ihr geht über Others und dann seid ihr da. So, ihr geht in die Hilfe, Others, ganz da unten, Thanks Chopper, und dann seht ihr die Nachricht. So ein kleines Easter Egg habe ich, glaube ich, noch nicht gezeigt in dem Let's Play, wenn ich ganz ehrlich, oder wenn ich mich daran erinnern kann, also wirklich, sobald ich mich erinnern kann, habe ich es nicht gezeigt. Dann hauen wir nochmal eben die ein paar Schnecken rein. So. Und ich würde sagen, wir machen zum Abschluss mal, was wir sonst nicht machen, machen wir mal eine 15 Stamina-Insel. Einfach damit diese Folge sich ein bisschen abwechseln kann. Naja, also eine 15 Stamina-Insel, mal gucken welche. Crocodile oder Sadichan, weiß ich noch nicht. Sadichan müsste ich mit einem Slasher-Team machen. Du. Ne, wir machen was ganz anderes. Wir machen gleich nochmal was ganz anderes. Wir bauen uns mal ein ganzes Team und machen vielleicht
die 5 oder 10 Stamina, das weiß ich noch nicht. Aber wir machen mal was ganz anderes. So. Hoffentlich habe ich den entwickelt. Das weiß ich jetzt nämlich gerade gar nicht. Ich muss mal eben gucken. Einfach zum Ende. Ja, habe ich. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Dann bauen wir uns mal eben die Crew darum. Als, so, dann brauche ich mal eben die Mary Go hier. Genau. Als Captain nehmen wir Karu. Und als Team darunter nehmen wir definitiv hohe ATK Evolvers. Das heißt, einmal den Regenbogendrache. Dann, was haben wir denn hier als nächstes? Genau, dann einmal den roten Lobster. Dann den, warte, ich weiß ja nicht, welches Stage wir ran, aber auf jeden Fall den. So, dann brauchen wir noch ein bisschen HP. Und nehmen wir auch nochmal den roten Drachen. Und nee, wir nehmen den, wir machen das anders, wir machen das anders. Lila, dann kann ich nämlich als Friend Captain einfach einen lilanen Booster nehmen. So, wie sehen die HP aus? Na, relativ bescheiden, aber so ist das halt. So, jetzt bräuchte ich noch eine lila A, dann nehmen wir noch die lila eine Krabbe. Und dann sortieren wir mal eben nach ATK und HP. So, und dann, okay, das ist halt wirklich wenig. Ich muss mal gucken, habe ich hier eine lila eine Turtle irgendwo? Oder eine größere lila eine Turtle, aber anscheinend nicht. Ich sortiere mal eben nach HP. Ob hier irgendwo groß was ist, ein Evolver für HP. Evolver oder Booster ist das ja von Karu. Deshalb suche ich hier gerade mal was raus. Ja, nehmen wir mal den Regenbogen-Pinguin und das sollte eigentlich so relativ gut laufen. So, einfach damit wir ein bisschen mehr HP haben, damit wir wirklich ein bisschen was aushalten können. Und ich versuche einfach mal die 10er Stage zu rennen, einfach damit zu machen, einfach damit wir ein bisschen mal eine kleine Abwechslung haben. Wie gesagt, einfach nur so ein verrücktes Team noch zum Ende der Folge. Mal versuchen, Sadi-chan. Nehmen wir mal Sadi-chan einfach. Wie gesagt, nicht Crocodile. Und nehmen wir mal einen lilanen Booster. Nee, nicht Aokiji. Ja, Vista. Einfach, weil uns ein bisschen Leben fehlt. Nehmen wir mal Vista mit. Und dann versuchen wir das mal. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Einfach mal mit so einem Karu-Team. Wie gesagt, Doppel-Karu wäre dann auch möglich. Aber höchstwahrscheinlich hat keiner Karu draußen. Wenn ich ganz ehrlich bin. Deshalb mal gucken. Und das ist dann auch ein gebürtiger Abschluss für diese 200. Folge. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Das ist definitiv sehr nice. Okay. Gut. Jetzt der große Damage kommt dann wirklich zum Ende. Okay, Karu kriegt natürlich jetzt gar keinen Boost. Das ist natürlich das Schlechteste überhaupt. Aber naja. Na, man könnte natürlich auch ein gelbes Team daraus machen. Mit einem gelben Booster, dann würde Karu auch noch Damage machen, aber warum eigentlich nicht, ne? Warum nicht? So. Aber das sieht ganz gut aus. Wir machen relativ viel Schaden. Jo, definitiv hauen wir da gut Schaden raus, dafür, dass wir ein Team aus Evolvern und Boostern benutzen. Aber das ist einfach nur, das haben wir noch nie gemacht in der Let's Play-Folge und das ist einfach ein gutes Ende, wirklich für die, was heißt gutes Ende, aber halt ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr gute Zeit, das mal zu machen bei der 200. Folge, so zum Jubiläum. Einfach mal das Evolver-Team rausholen mit Vista, einfach damit wir die meisten, damit wir einfach viel HP haben. Wie gesagt, ich würde höchstwahrscheinlich auch die 15 Stamina schaffen, so wie ich das gerade sehe. Einfach weil, wie gesagt, die machen wirklich viel Schaden, die Charaktere, die Booster. Vor allem, wenn wir da zum Regenbogendrachen kommen. Also, wie gesagt, das sind hier 26.000. Vielleicht schaffe ich sogar die 15 Stamina-Version. Könnte aber eng werden. Wir haben ja genug Leben. Also, wir wurden bis jetzt noch nicht angegriffen. Das ist auch schon mal beruhigend. Hier könnte es dann sein, dass wir jetzt erstmal angegriffen werden. Jupp, von der Turtle, aber das ist auch nicht schlimm. So. Da bekommen wir mal eben mal was. Ich sag mal, das machen wir zum Stallen für die Fähigkeit von Vista. Dann sieht das definitiv nicht so aus, als ob wir da getroffen worden sind. So. Und zack, nochmal zum Ende hin. Nochmal die Kombo
Jetzt wollte ich verkackt sagen. Okay, sei mal verkackt. Ja. Ey, guck mal, da droppt sogar die Turtle. War das Ganze nicht wirklich umsonst. Und zum Ende nochmal Sadie-chan hier. Mit ihren beiden aus der letzten Reihe, die instant weggefeuert werden. Und jetzt hauen wir einfach mal rein mit dem Evolver-Team. Ja, also Karu, wie gesagt, ein sehr, sehr lustiger Charakter, dadurch, dass er die Evolution und Booster-Charaktere macht. Und dann, ja, ist man hier einfach mit so einem ganzen Booster-Team und haut einfach eine extra Island durch. Ja, also das ist wirklich lustig. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass das so gut gelaufen ist, dass das Special hier, das wirklich so gut gelaufen ist, dass, ja, die Jubiläumsausgabe, sage ich jetzt mal. Und dann droppt es auch noch, Sadie-chan. Ja, sehr, sehr guter Abschluss. Wie gesagt, ich bin auf noch 100 Folgen, ja. Ich freue mich, wie gesagt, ich bedanke mich, dass ihr die Folge so lange angeguckt habt. Und wie immer, wie gesagt, ich habe es oft genug schon zu euch gesagt, aber ich bedanke mich für euren Support, für eure Hilfe, und auch, dass ihr euch gegenseitig so gut hilft, dass ihr so eine geile Community seid. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, die eine Stunde sind vorbei, also wirklich ein sehr, sehr langer Part. Ja, und wie immer, falls euch die Folge gefallen hat, nicht vergessen, den Daumen nach oben zu geben. Und ja, wie gesagt, falls ihr irgendwelche Fragen habt, immer in die Kommentare schreiben. Naja, lasst euch helfen, die Community ist immer hilfsbereit hier. Und ja, mehr kann ich dazu nicht mehr sagen. Abonnieren, falls ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Und ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass wir bis zur Folge 200 gekommen sind, dass es so gut läuft. Und ja, da kann ich wirklich nicht mehr viel zu sagen. Ich glaube, ich habe auch echt alles in dieser Episode gesagt. Ne? Also abonnieren, nochmal diesen kleinen Tipp nochmal am Rande, falls ihr am Handy seid und ihr auf meinem Kanal einfach guckt, dann könnt ihr diese Glocke drücken und dann bekommt ihr mal eine neue Nachricht, wenn ein neues Video von mir hochgeladen wird. Das habe ich ja jetzt in den letzten Folgen auch schon öfter gesagt, also das benutze ich auch oft, das Feature, vor allem, weil wenn das so welche Leute sind, wo ich echt keine Folge mehr verpassen will, dafür ist das halt echt gut. Und wie immer, falls ihr mich abonniert habt und ihr immer gucken wollt, wo meine Videos dann sind, einfach in eure Abo-Box gucken. Ich sage das auch eigentlich immer nur, weil es gibt auch bestimmt ein paar Leute, die relativ neu zu YouTube sind oder halt die auch einen neuen Account gemacht haben und deshalb, ne, schadet das ja nicht zu erinnern, oder weil sagen ja keine anderen YouTuber mehr, ja, also, ne, dann übernehme ich das mal. Wie gesagt, gestern noch die Loot Crate, das Loot Crate Opening, falls ihr euch das nochmal angucken wollt, ne, einfach mal reingucken, war auf jeden Fall auch lustig. The Walking Dead und Deadpool war das Thema. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für diese Überlängenfolge. Bis denn und ja, ciao.